Erik, da sind wir auch schon wieder zurück zur nächsten Folge. Und du machst jetzt die Anmoderation, sonst gibt's noch eine. Hä, bei mir steht jetzt, du bist nass? War das gerade dein Blut, was mich beträufelt hat? Oder ist es, weil es regnet draußen und das Dach undicht ist? Okay, das Dach ist eigentlich nicht undicht. Ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall jetzt nass. 13,9%. Tobi, ich bin 13,9% nass. Willst du meine... dieser komische Mann mit dem Schnäuzer. Willst du meine Geschossspitze erspüren? Nein. Lieber in die Zombies rein. Lieber in die Zombies rein. Wir haben noch keine Lupen gefunden, Erik. Sag mal, bei uns im Räumchen werde ich immer nass? Ja? Ja. Das hört sich jetzt auch falsch an, ohne Kontext. Wenn ich rausgehe, werde ich trockener, wegen der Fackel vielleicht, aber... Okay, da regnet es durch, nass? Das sehe ich. Ja, du warst gerade unter Regen, weil da regnet es ja durch. Achso, ja. 22 Uhr, Tobias. Ja, was machen wir jetzt die ganze Zeit? Ich könnte noch was essen. Ja, sicherlich könntest du das. Achso, du meinst RL jetzt. Ja. Achso. Okay, hier werde ich immer, ich werde in diesem Raum immer nass, ich weiß aber nicht warum. Ist hier irgendwas defekt? Okay, da fehlt mir... Ach, da brauchen wir Steine, um das Dach zu reparieren. Okay. Okay, meine Nässe geht hier runter, nicht hoch. Ja. Also ich werde an irgendeiner Stelle werde ich immer nass, ich weiß nicht warum. Vielleicht hier im Torbogen? Nee. Ja, jetzt bin ich wieder trocken. Meine Nässe ist ganz weg gerade jetzt. Kommt noch nicht mehr wieder. Ja, okay, jetzt ist meine Nässe auch weg. Hä? Hat der Regen aufgehört? Ja, nee. Nö. Ah, okay. Hat nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, Tobi. Ja, okay, was haben Vergangenheits-Erik und Vergangenheits-Tobi immer gemacht nachts? Oh. Ich glaube, wir haben die ersten Nächte tatsächlich damit verbracht, hier alles leer zu räumen, ne? Also ja. Abzubauen. Ja, aber das haben wir jetzt parallel einfach so nebenbei mitgemacht. Steinpfeile. Ich kann auch ein paar Steinpfeile machen. Das ist eine gute Idee. Ich mache nochmal 20 Steinpfeile. Das dauert 30 Sekunden. Dann ist die Nacht vielleicht schon rum. So, puh. Ansonsten Klebeband, kurzes Eisenrohr, Pipapo, Stapel Eisen, Stapel Holz. Die Kunst des Bergbaus, okay. Gesicherte Holztür. Ich meine, wir können theoretisch auch wieder Türen unten ranbauen, ne? Dass die Zombies nicht sofort reinkommen. Das könnten wir machen. Ich meine, die Türen gehen irgendwie gefühlt schneller kaputt mittlerweile, aber können wir trotzdem machen. Sehr viel schneller. Oh, Stahlform, geschmiedeter Stahl. Ich hoffe, es gibt noch Zement. Ich gehe davon aus. Ja. Bitte was? Was soll's? Ja, ich mach mal gerade ein paar Rahmenformen hier. Was? Just for fun. Rahmen? Ich weiß selber noch nicht warum, aber vielleicht wird später mal. Ramen-Nudel? Wollen Sie Ramen? Ja. Okay. Für Kinder oder zum Essen? Die Frage ist, was machen wir denn zu? Vielleicht hier eine Wand vor? Damit wir nicht in den Rest des Hauses können? Scheint mir irgendwie sinnvoll, ne? Wobei die Holzwand wahrscheinlich nicht stabiler ist als das Ding hier. Gut. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Da drunter ist, glaube ich, auch irgendein Stuff, der schneller breakable ist, also... Oh, ja. Hast du mich... Ich glaube, du hast mich gerade getroffen. Irgendwie scheinst du mich zu hassen. Ich weiß nicht, warum. Zwischen den Folgen haut er mich, jetzt haut er mich. Ich glaube, du schwenkst einfach mal zwischendurch mal rüber. Absichtlich aber auch. Ja, meine ich ja. So, ich gehe mal von einer Seite, so.
wir kein Schwein mehr. Also hier sind Steine drin. Ich habe so diese Ziegelsteine, wie heißen die? Keine Ahnung, Gehwegstein? Ich weiß nicht. Vergesst mal, wie die heißen. Ich glaube, wir haben keine normalen Steine mehr, um Werkzeuge zu reparieren. WTF. Also ich habe immer welche dabei. Ich hatte welche dabei immer, aber die Sachen gehen jetzt auch schnell kaputt irgendwie. Ja gut, das stimmt. Aber man hat sau wenig Ausdauer. Hier sind Steine. Alles klar. So. Nice. Ja, ich glaube, so schlage ich die Zeit einfach tot. So, Ja gut, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir haben da sonst auch nicht mehr gemacht, ne? Ich glaube auch. Und ich baue diesen Laptop ab. Es tut meiner Seele weh, aber ich meine, ne? Der ist eh hinter sich. So. Da hätte man doch Let's Plays drauf aufnehmen können. Ne, Akku war leer, Tobi. Wenn der Akku leer ist, schmeiß den Laptop weg. Ach so. Ja, gut. Das ist zeiteffiziente Nutzung. Fühl dich aber auch. Ne? Die Lampe lasse ich mal hängen, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Wäre irgendwie sinnvoll. Einfach alle Räume. Hängt die Lampe in der Luft? Nein. Warte mal. Da mache ich mal hier zwei Dinger rein. Kann ich ja schon mal üben, wie das geht. So, und dann. Wand ist repariert. Nicht schön, aber repariert. Hier ist noch ein Sofa. Man sieht es nicht, aber ich glaube, da war eins. Als wäre man gerade frisch eingezogen. Ja, das ist ein Abrissunternehmen hier. So. Oh, der Schrank ist noch unberührt hier. Was haben wir denn hier? Huch. Sortendes Fleisch. Hupala. Oh, geil. War bestimmt der Vorbesitzer. So eine schöne Schranknische hier. Das ist auch geil. So. Was denn? Du wirst ja auch alles wieder einrichten hier, ne? Ja, natürlich. Das ist ja wie Sims. Seven Days spielt man auch wie Sims. Na, vielleicht stimmt das aber wirklich ein bisschen später mal, wenn man vielleicht gesettelt ist und so. Hm. Weil ich meine, nicht umsonst werden die Blöcke ja 1000 Formen haben, damit man was Schönes bauen kann, ne? Was ist das, so ein Hausflipper-Ding? Naja, Hausflipper nicht unbedingt, aber zumindest kannst du was Schönes bauen dann. Aber es war letztes Mal, als wir das gespielt haben, war das noch nicht so krass, ne? Das Formen so heftig. Ich kann mich da nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Nee, ne? Ich meine nämlich auch nicht, also. Oh. Alter Müll. Oh. So. Na, dann wollen wir mal. Gucken, was hier hinter ist. So. So, ich bin durstig und hungrig. Ich baller mir mal kurz was rein. So. Hopp. Na gut. Ja. Oh, ich würde gerne Rezepte haben für Tee und sowas. Mann. Ja, oder für eine bessere Hake hier für Schraubchen, die wir, glaube ich, immer gab. Ja, genau. Den brauchen wir unbedingt wieder. Ach, das war dieses Badezimmer hier noch. Okay. Ich glaube, dann kann ich auch mal ein bisschen die Fenster reiße ich vielleicht mal raus und mache hier alles zu eventuell. Ich weiß nicht genau, was es bringt. So. Huch. Hier mal Rast und Ruhe. Moins geschlossen mit der Zu. Warum wird denn das hier heller gerade? Sehe ich schon das Licht am Ende des Tunnels, oder was? Erich, du musst da hingehen. Hä? Soll man nicht sagen, bleib davon fern? Ich geh da hin. Sagt man nicht immer, komm zurück? Geh da endlich hin jetzt. Aber Tobi. Geschehen. So, die Badewanne ist auch raus. Hier könnten die eventuell hochspringen, deswegen mache ich hier lieber zu, ne? Soll ich die Treppe hier drin eigentlich kaputt machen?
Vielleicht wäre es sogar ganz sinnvoll, ne? Ja. Da geht die Treppe kaputt. So. Dieser Schatten. Hast du die Fackel weggeworfen? Ah ja, da hängt eine Fackel an der Wand. Ist das immer eine Stufe? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Fantastisch. Ich mache auch mal die Leiter hier im Badezimmer weg, ne? Ja. Nur, dass die halt... Dann haben die nur einen Weg, wie die hochkommen können. Und ich glaube, hier sollten wir vielleicht wirklich überlegen, ob wir dann unseren Blutmond nicht doch irgendwie da hinten auf der Seite bringen, ne? Ja, dass wir das hier als Base nehmen und da drüben machen wir Blutmond. Ja, das stimmt. Action. Das stimmt, das stimmt. So. Rabuff. Das sieht schon mal gut aus. Eigentlich hätte ich das da oben lassen können, ne? Oder? Okay, das geht nicht. Naja, egal. Wir brauchen es halt eigentlich nicht. So, was ist das hier? Lampe. Alles schön abbauen für XP und so. Und Material. Das bringt auch noch XP. Ne? Nice. Sehr gut. So, Duschkopf. Ich weiß genau. Okay, der Duschkopf bringt gar nichts. Ich dachte, da kommt Eisen raus vielleicht ein bisschen. Macht der nicht auch Twitch-LPs? Du bist immer bei Friendly Fire dabei. Duschkopf? Ach nee, das war Fischkopf. Das Ose Null? Duschkopf. Das ist auch schön. Oh. Was war das denn? Das ist Duschkopf. Der ist sauer, weil wir ihn verhüllt haben. Was klang da so lustig? Weißt du, wo die sind? Nein. Doch links von mir irgendwo. Jo, hier eine Tür. Draußen? Oh. Ja. Oh ja, ich sehe schon, ich bin außerdem runtergefallen. Oh. Oh, oh. Die Scheiß Fieses, ne? Okay, ist nur noch einer. Oh, die sind Freezes, Mann. Kaum sind sie wieder, freeze das Ding ohne Ende. Achso, ich habe eine Frage. Muss repariert werden, okay. Mich mal ganz kurz interessieren, ob es geht. Ich wollte Gammelfleisch da rausziehen, geht aber nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Und meiner ist einfach verschwunden. Frech. Schade. Wie soll man denn sonst an Gammelfleisch kommen? Das dauert ja ewig. Okay, aber wir stellen fest, die wollten hier durch die Tür brechen. Das heißt, wir müssten eigentlich so ein paar Spikes für die Tür stellen, ne? Wenn wir die schon bauen könnten, wäre das nicht schlecht, glaube ich, ja. Ja, ich glaube, das geht. Oh nein. Tobi, vielleicht brauche ich die bald nochmal. Hier sind zwei Fette, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Oder drei sogar. Drei Fette. Ich bin schon da. Die gehen aber gerade zum... Oder vier? Ne, es sind zwei Fette. Der eine geht zur Bahn. Was passiert, wenn ich jetzt Feuer benutze? Oh, ich bin nass. So, ein bisschen vorsichtig, ne? Oh, scheiß drauf. Ich fühle mich gar nicht. Au. Was ist denn Scheiß? Geil, Tobi. So wird's gemacht. Nice. Köpfe splattern ist das Beste. Das macht Spaß. Das ist, gibt so ein satisfying Gefühl. Okay. Apropos Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir sind hier unerwünscht. Ja, vorhin hast du gesagt, Köpfe splattern ist voll das Beste und dann kam das da oben. Ja. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich mache übrigens einen Stacheldrahtzaun für die Tür. Ich mache einen Stacheldrahtzaun für die Tür. Mal gucken, was passiert. Oh, nice. Cool. Mal just for fun. Wie winzig ist der denn? Was ist. Der sieht voll läppisch aus gegen die Spikes, die wir früher gelegt haben. Boah.
Was ist das denn? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was das soll. Soll ich den Kellereingang mal zubauen auch? Wenn das geht, wäre das vielleicht nicht schlecht. Solange ich von innen noch hochkomme, mache ich das mal, glaube ich. Oh, ich sehe hier nichts. Licht bringen, ich habe Licht. Oh, danke dir. Ich mache nochmal schnell den Keller leer, ein bisschen. Okay, das dauert. Prima. Okay, das dauert. Was ist das denn? Voll die Scheiße denn. Aber ist irgendwie cool, dass die so nahtlos aneinander gehen, ne? Das stimmt. Erstmal den hier. Wieso Handwerkerzwerge? Aua! Hab ich die getroffen? Ach nee, alles gut. Okay, dann bin ich beruhigt. Sag mal, der Keller als Place ist eigentlich auch nice, ne? Ja, ich sag ja, das ist schon geil, ne? Vor allem, weil hier halt nichts einstürzen kann und wir haben mal halt dieses Tunnelsystem hier, um abzuhauen, ne? Wollen wir vielleicht lieber einen Keller? Können wir schon machen. Statt nach oben? Ist vielleicht sogar sinnvoller, weil hier auch alles aus Stein ist, ne? Wir müssen halt nur die Eingänge gut sichern. Ich meine, das könnten wir zumachen. Genau, aber mal hier ist noch. Was ist denn hier? Ah, hier ist die Wand eingebrochen, okay. Ja, oben müssten wir auf jeden Fall, hier müssen wir zumachen, aber wir können mal quasi den ganzen Absatz voll mit Wänden machen, dann kommen die da nicht durch. Ja. Würde schon gehen. Vielleicht besser hier oben, hier unten als da oben. Und jetzt hier kommen, können wir den ganzen Stuff noch von oben nach unten krabbeln, ne? Jetzt ist es easy. Und du hast recht, wir kommen halt durch, über die Scheune können wir halt flüchten. Wir können wahrscheinlich nicht so schnell laufen am Blutmond wie die Zombies, aber da sind wir wahrscheinlich auch gar nicht hier. Bestenfalls. Boah, diese Blitze. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was am Blutmond passiert ist irgendwie. Also ich weiß nur, Gegenstand muss wieder repariert werden. Ich weiß nur, dass dann halt, ne, Punkt 22 Uhr ging's los, bim bam bum. Und dann kamen die Zombie-Wellen. Welle nach Welle nach Welle nach Welle. Sehr dunkel hier. Außer die Blitze. Ja, die sieht man. Ja, zum Glück erhellen die ein bisschen. Könnt ihr ruhig dauerhaft blitzen, dann wird es hier aus wie bei so einer Stroboskop-Party. Einzige Problem im Keller ist. Das einzige Problem im Keller ist, wie kommen wir da raus? Wann? Immer meinst du? Ja, so generell zum Rumlaufen und so. Weil alles, wo wir rauskommen, kommen Zombies auch wieder rein. Weißt du, was ich meine? Eine Luke wäre halt geil, wenn man eine Luke bauen könnte. Kann man, glaube ich, sogar. Ja, da kommen die halt auch rein, ne? Ja, das stimmt. Boah, draußen. Übelster Regen draußen. Oder wir bunkern uns hier halt wirklich ein und nehmen den Weg aus der Scheune hinten raus. Huch, leerer Warenkorb, Salat 2, was? Was? Okay. Interesting. Die Regale lass ich mal hier, da kann man Kisten reinstellen. Ja, okay, gerne. Eigentlich ganz nice. Was ist das hier? Okay, das ist schon weg. Dann hier nochmal das Ding. Bup. Das Ding. Ja, okay. Das könnte man zu Deko stehen lassen. Das ist mal zu Deko stehen da oben, das Ding hier. Das kann man noch wegräumen. Ja, easy. Dann... Zumachen würde ich noch nicht, solange wir nicht... Solange wir noch nicht nach unten gezogen sind, ne? Nee, würde ich auch sagen. Okay. Okay, okay. Ja.
Was denn? Ich verstehe, das Haus ist manchmal sehr weird. Ach, hier. Okay. Bist du verwirrt, Tobi? Nein, das Haus ist es. Ich bin Pastor, ich kann dir helfen. Nein, danke. Ziehen Sie bitte Ihre Hose wieder. Setz dich doch mal auf mein Knie. Das ist nicht Ihr Knie. Und doch ist es ein Hosenbein. Oh, es ist furchtbar. So, Küchenschränke, hello. Also viele XP macht man hier aber auch nicht mit. Oh, hä? Nee, nicht wirklich. Wir haben den Herd nicht durchsucht und da liegen 16 Kohle drin, Tobi. Geil. Unverzeihlich. Da können wir uns auf die Fresse für. Wir werden uns bestimmt abfacken, wenn wir die ganzen Sachen einfach mit dieser scheiß Steinaxt abbauen. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. 100 pro... Gott, man sieht halt gar nichts hier, ne? Die Nächte sind richtig dunkel geworden. War nicht schon immer so? Also die Beleuchtung ist allgemein anders geworden im Spiel, ne? Das muss man echt sagen. Also auch die Grafik allgemein sieht anders aus. Hat sich schon gemacht, muss man sagen. Ja, das auf jeden Fall. Huch. Oh, hier ist die Treppe kaputt. Musst du drüber springen. Nee, ich hab's gerade nur gesehen. Hab mich gewundert. Okay. Ja, ich dachte, wir bauen oben, deswegen habe ich die Treppe abgebaut, weil ich dachte so, damit die da nicht hochkommen, aber... Ach ja, stimmt. Ja, hast du jetzt... Ich meine, unten ist natürlich schon geiler irgendwie. Oh, mein Glasauge. Nein, brauchst du Hilfe? Nee, alles gut. Okay. Ich habe noch 3 Murmeln in der Tasche. Was? Was? Welche Murmeln? So. Was ein Wetterchen hier, ne? Ich wünsche, man könnte Licht anmachen. Konnten wir, glaube ich, tatsächlich dann am Ende, ne? So Electricity-mäßig sogar. Ja, dann ja, irgendwann mal. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen. Und die Nächte hier sind endlos lang gefühlt. Es ist 1:42 ja. Erst. Eigentlich streame ich gerade noch. Gut, wann nicht? Also wenn der Stream einmal an ist, dann geht er so schnell nicht wieder aus. Ne? Ja gut, das stimmt. So, das ist eine schöne Sofalehne hier. Wieso baue ich immer noch Sachen ab, Tobi? Ich habe keine Ahnung. Weil es XP gibt? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie macht es mir auch Spaß. XP kriegt man nicht viel, aber so ein bisschen Leder aus dem Sofa und so, das ist schon ganz nice. Am meisten XP kriegt man für diese blauen Kisten tatsächlich. Für diese Steindinger? Ja. Geil, da oben ist noch einer. Ja, Tobi. Nein. Oder hast du ihn schon weggebaut? Ja, den hier im Flur, den habe ich schon. Hacke im Kopf. Aua. Hey, ey! Ja, was willst du? Also, roll! Tobi! Ja? Der Mais ist gewachsen. Ne. Er heißt jetzt nicht mehr Mais-Samen, sondern Mais-Anbau. Hä? Weißt du, wie lange der braucht? Wie viel wir davon brauchen einfach? Ja, das wird ewig dauern. Wobei, ich glaube, auf Mais würde ich auch gar nicht gehen. Das hat fast nichts gebracht vorhin, ne? Nee, gar nicht. Aber ja, vielleicht Mais mit irgendwas. Daraus kann man geile Suppen machen halt, ne? Die Suppen bringen's. Ja, die Suppen sind nice, das stimmt bestimmt, ja. Aber hier dieser normale Mais, das ist ja, boah, Katastrophe. So, okay. Ich weiß nicht, wollen wir die Kisten nach unten ziehen oder was? Ein bisschen Stoff. Ja, sollten wir vielleicht mal machen, ne? Wir brauchen aber erstmal unten neue Kisten, glaube ich, dafür. Ach ja. Die Lampen halten nicht 500 aus, das glaubst du selber nicht. So. Ich würde sagen Heizungsraum, ne? Ja. Weil hier gleich der Weg ist, um da durchzukommen. Ob man eine Tür einbauen kann unten in den Durchgang? Das würde ich gerne mal wissen. Und was ich, weißt du, was ich mich frage? Hä? Ob die Zombies den Durchgang auch finden. Bestimmt werden die das irgendwie hinbekommen.
Das wäre nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. So. Gut, aber wenn die mal da unten drin sind, ist ja nicht so schlimm. Da können wir die nach und nach abfrühstücken, oder? Ja, ja, im Grunde genommen hast du recht, ja, das stimmt. Wir müssen nur am anderen Ende warten. Okay, Kisten, wo stellen wir die mal hin? Da schwebt noch ein Brett oben, okay, nice. Hier versuchen die bestimmt durch die Wand zu kommen. Sind wir unten wirklich sicherer als oben? Ich weiß es nicht. Weil ich denke mir halt, guck mal, wenn die hier, ne, wir können natürlich hier zubauen, kommen aber selber nicht mehr raus. Wir können natürlich durch die Bahn wahrscheinlich, eventuell. Wenn die nach oben müssen, müssen die halt erstmal durchs ganze Haus und die müssen erstmal einen Weg nach oben finden, sonst fangen die an, die Wände hier einzureißen. So war es zumindest damals. Ich weiß, wie es jetzt ist, keine Ahnung. Wobei die relativ gutes Pathfinding mittlerweile haben. Guck dir den Bären an, ne? Wie der da durchgestraft ist und war sofort oben. So. Ich weiß es nicht. Gut, hier müssen sie natürlich theoretisch gesehen nur eine Tür durchgehen erstmal, aber wir könnten natürlich hier... wo bist du denn? Ja. Hier nochmal eine Wand hinmachen, so zwei Schichten oder so, wo die dann auch erstmal durch müssen. Ja, das stimmt. Ja, gut, klar, 100% safe ist es hier natürlich auch nicht, ne? Ist klar. Was hält denn das Ding hier aus? Ja, 1000. Easy. Wir müssten hier noch irgendwie eine Tür hinkriegen, ne? Das müssen wir halt auch noch irgendwie schaffen. Na gut, am besten komplett zubauen, oder? Wo kommen wir dann raus? Müssen wir dann immer durch den Dingens gehen? Also ja, eigentlich das Gescheiteste, ne? Am liebsten hätte ich irgendwas. Die Frage ist, wir machen ja hier nur unsere Base, ne? Wir versuchen ja nicht den Blutmond zu überstehen, oder? Nee. Also würde ich jetzt sagen, dass wir das vielleicht am besten nicht machen. Naja, absichern können wir es ja trotzdem noch. Lass mal ganz kurz das Ding hier wegbauen. Ja, absichern auf jeden Fall, aber... ich glaube, für Blutmond ist das hier zu unsafe irgendwie. Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber egal, wo wir hingehen. Oben ist scheiße, unten ist auch scheiße. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die Zombies diese Insel haben. Das würde ich gerne wissen, was die machen bei einer Insel. 100 pro schwimmen die einfach hin und dann hängst du da so, oh fuck. Ich glaube auch, dass die durchs Wasser einfach durchgehen. Ja. Ja, wir müssten, also im Grunde, das, was am sichersten ist, ist das, was wir noch nicht hinkriegen. Wir müssten wieder was eigenes bauen, wo wir die Zombies erstmal durchkanalisieren. Die Konstruktion war halt damals so ein Schlagbar, ne? Wir müssen den Strom quasi lenken. Das müssen wir wieder hinkriegen. Dass wir sagen, wo die langkommen, weil dann können wir nämlich auf dem Weg dahin entsprechend Begrüßungen aufstellen. Sag mal. Hab ich dich gehauen? Hey, du warst nicht mal in der Nähe. Sag mal, au! Hä? Was ist das für ein Radius? Ich hau hier nur aus dem Holz. Sag mal, ich hasse mich so. Hä? Wenn du mit deinem dicken Hintern da drüber hängst, Tobi? Ach komm, willst du mich verarschen? Mach doch deinen Scheiß selber hier. Nein, du hast einen richtig strammen Hintern. Ich hab da aus Neid drauf gehauen gerade. Ich wollte drauf slappen. So. Achso, wir müssen erstmal eine Kiste hinbauen. Ich hab die Kiste. Was ist denn das? Schwebt da vor dir nichts in der Luft? Ach doch, hier so ein kleiner Mini-Block. Ja. Hä? Warum? Hä? Geil. Das ewige Feuer. Wir bauen einfach 10 von den Mini-Blöckern übereinander und dann machen wir oben unsere Base. Der hat natürlich 500, der schwebende kleine Block. Wir müssen unten gleich mal eine Kiste hinbauen, weil ich habe die ganze Kiste von oben mit hier runtergenommen. Oh, okay, mach mal gleich. Warte. Sekunde. So, und eine Kiste hin, sagst du? Ja. Kiste. Ah, ich kann keine bauen, weil mir Nägel fehlen. Hast du Nägel dabei? Klar. Cool, danke dir. Dann mach ich mal eben beschreibbare. Ich mach die alle mal beschreibbar. Ja.
Du bist bei 30 Minuten, Erik. Ja, jetzt hetzt mich doch nicht. Ich brauche 12 Sekunden, um das zu bauen, Tobi. Das ist Handwerksqualität. Ja, ich wollte ja nur Bescheid sagen. Mm. Nicht, dass es dann wieder 40 sind und du sagst, Tobi, warum sagst du denn nichts? Nein, alles gut. Das würde ich niemals tun. Wohin? Hier in die Ecke einfach? Ja, mal einfach oder, hin. Oder ist hier unser Wirkungsraum und hier haben wir... Boah! Perfekt. Geil, passt genau dahin. Hä, ja. Wie cool. Nice. Als wenn es so gewollt wäre. So. Dieser Gegenstand wird momentan verwendet. Dieser Gegenstand wird momentan verwendet. Dieser Gegenstand wird momentan verwendet. Ah, war ja was? Okay. Gut, Geil, wir haben hier unten direkt Licht. Feier ich. Ja, ist aber nicht viel, ne? Nö, aber hier ist ein kleines Lämpchen wenigstens im Lagerraum. Das ist ganz nice. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich aber immer noch keinen Stein mehr, um meine Dings zu reparieren. Das kann wohl nicht wahr sein. Oh, ich bin Level 6 da. Ich bin Level 6 und durstig. Durch mein Level 6 Kram. Level Tricks. 6? Oh, nur bei mir auf dem Channel. What? So. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie machen wir's, wie machen wir das denn dicht? Machen wir selber eine Tür rein oder. Mit Beton vollgießen wäre natürlich geil, ne? Aber das geht natürlich noch nicht. Das wäre natürlich der Traum. Mit den Stahldingern. Oh, das wird natürlich toll irgendwann. Eines Tages, Tobi. Das wird in der Tat fantastisch. Aber findest du nicht auch, dass hier ein bisschen wenig los ist dafür, dass eigentlich Nacht ist? Ja, vielleicht ist Nacht gar nicht so schlimm und Zombies werden doch nur schneller. Hm. Ich weiß halt auch nicht. Ach, wen haben wir denn da? Na? Oh, du brennst ja. Nein, oh. Du brennst ja, du kleiner Schwein, hm? Oh, ist aber bitter. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Was denn? Oh. Oh. Ja, jetzt habe ich keine Steine mehr, aber... Oh, okay. Nice. Das heißt... Wir brauchen eigentlich nur eine Tür, ne? Das kann ja ruhig hässlich aussehen, ne? Ja, grundsätzlich schon. Ich sag einfach mal ja. So, ist ja glaube ich Wurst. Ich wünsche dir was sehen. Ja, ich kann dir gleich Licht machen, ich muss gerade den Wolf hier auseinanderkloppen. Ja. Ah, hier unten, okay. Was macht denn hier? Boah, da dauert ja ewig mit der Faust, ne? So, zerkloppst du gerade einen Wolf mit der Faust? Ja. Oh. Ich fiste den Wolf, Erik. Tobi, wenn du das möchtest, fühl dich frei. Wir sind am Ende der Welt, da ist eh egal. Steintüren gibt es nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, ich glaube nicht. Oh, Betonform, Betonmischung. Oh Gott, ja, ich will. Geschmiedetes Eisen. Dafür brauchen wir erstmal diese scheiß Werkbänke alle. Oh Mann. Hey, ich bück mich für eine Stunde 38. Was ist das denn? Was heißt das? Was? Ich bin fatigued. Was ist das? Du bist erschöpft, glaube ich. You are fatigued and take 10% more damage from all attacks. Ja. That's, let me say that, I don't fucking care about this shit. That is übel, Tobi, that is übel. I'm a very hard German Nuss, verstehst du? Yeah, ich verstehe, Tobi. I show you where the hammer hängt. Ja, ich hab nur noch eine. Guck mal, unser Tor hier, was sagst du? What's that for a shit? Guck mal. Oh, das ist geil. Nice.
vielleicht ziehe ich doch woanders hin. Hä? In die nächste Folge vielleicht. Ach so, sag mal, wie viel hält so eine Tür aus? 250 und so ein Block? 500. Okay, gut zu wissen. Das heißt, ich mache nur eine Tür, nicht zwei, sonst haben wir nämlich zwei Risiken. 250 ist halt auch ein bisschen witzlos, ne? Ja, ja, die Tür ist leider scheiße. Aber wir können notfalls von innen halt noch weitere Dinger schon mal vorbauen irgendwie. Wir können auch von innen zubauen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Brauchst du noch von diesen Steinen? Ich glaube, wir haben noch Steine oben, ne? Oder in einer der Kisten haben wir noch Steine. Irgendwo haben wir noch diese Pflastersteine auf jeden Fall. Ja, weil ich würde gerne die unteren beiden Dinger aus Stein machen halt. Damit die da schön gegentrommeln können. Das hatten wir, glaube ich, die letzten Male auch immer bei der Base, ne? Ja, ja, ja. Weil der Rest hier, ich glaube, hier geht's nicht, ne? Nee. Aber doch, ach, wir können den Rest auch upgraden hier vom Haus. Dann können wir das ganze Haus aus Stein machen, okay? Theoretisch. Auch das haben wir, meine ich, das letzte Mal gemacht. Aber erst viel zu spät, ne? Ja. Glaube ich. Ich meine auch. Ja. Oh, es wird 4 Uhr, wir können eigentlich bald wieder in die Stadt gehen. Geil. Ja. Ja gut, aber erst sowieso in der nächsten Folge, ne? So sieht's nämlich aus. Dann würde ich sagen, arrivederci, liebe Freunde, ne? Wieder schauen, reingehauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Geil, wird fantastisch. Nice, das glaube ich nämlich auch. Ciao. Tschüss.